willkommen zu meinem Video oder zu unserem neuen Video. Ja. Also ja, heute machen wir TikTok Live. Wir haben 4 TikTok Live Hacks und ja, wir probieren die einfach mit euch zusammen. Und ja, also falls ihr meinen Namen noch nicht kennt, ich bin Shauna und ja, falls ihr neu auf diesem Kanal seid, dann würde ich mich über ein Abo freuen und like das Video auch und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr nämlich keiner meiner neuen Videos, wenn ich ein Video hochlade. Und ja, also wenn ihr ein alter oder ein neuer Abonnent von mir seid, seid ihr alle herzlich willkommen. Und ja, also zuerst starten wir mit diesem Bügeleisen-Lifehack. Ja, also auf jeden Fall muss man das dann so auf den Kopf tun. Und dann, dann bewegt sich dein Kopf so und ja. Sorry, ist mein Handy. Also ja, auf jeden Fall, ich habe ein bisschen Angst, dass das funktioniert, weil sonst ist es creepy. Okay. Und da muss man auf diese Spitze da oben gucken. Okay, gut. Warte, ich kann es nicht sehen. Kannst du sehen? Warte. Das ist creepy. Also bei mir hat es funktioniert. Bei mir auch. Das bewegt sich nicht. Also es funktioniert nicht bei jedem. Oh, das ist nicht einfach. Also, okay. Also dann kommen wir zum Lifehack. Also das hier war ein Daumen so, weil es hat bei mir funktioniert und bei dir nicht, oder? Nee. Ja, also so ein Daumen. Es funktioniert ja. bei manchen funktioniert es nicht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Lifehack. So Leute, willkommen zu Lifehack Nummer 2. Okay, also ja, das ist mit 2 Masken. Da soll man halt essen können und trinken können, ohne die Maske abzunehmen. Ja, wir werden es jetzt einfach probieren. Also ich habe das gerade schon ein bisschen in Form gebracht. So. Also muss es halt so. Warte. Ist richtig rum. Okay, so. Okay. Also so, auf der Nase. Und dann. ja, sieht auf jeden Fall echt ein bisschen komisch aus. Okay. Muss irgendwann trinken. Also er kann damit nicht reden, so. Ja, Chips und Cola, richtig krass hier. Ja. Hallo. Funktioniert. Funktioniert. Aber man kann damit nicht so gut reden. Und auch nicht so gut atmen. Okay, Leute, probiert es nicht aus. Weil es hat funktioniert, aber davon, das schützt dich nicht. Es ist einfach nur zum Essen. So. Also schützt dich nicht, also probiert es nicht aus, wenn ihr irgendwo draußen seid. Ihr könnt es ausprobieren, wenn ihr zu Hause seid, aber nicht, wenn ihr irgendwo rausgeht und dann macht ihr sowas, weil, ja, also, wacker. Ja, also diesen Lifehack gebe ich einen Daumen nach oben, unten, auch wenn es funktioniert. Also, ne, Daumen zur Mitte, weil es hat eigentlich funktioniert. Also, es hat funktioniert, weil der Sinn dahinter hat funktioniert, aber es ist halt nicht gut, weil man schützt sich deswegen nicht, dafür nicht, oder weiß nicht, ja. Okay, also, ja, ein Daumen zur Mitte und ja, dann sehen wir uns bei Lifehack Nummer 3. Okay, Leute, also, willkommen zu
Lifehack Nummer 3. Okay, so, also jetzt, das kennt bestimmt jeder, der TikTok hat, Wolkenbrot. Also wir machen das in Blau. Dafür brauchen wir Lebensmittelfarbe, drei Eier, ein Esslöffel Speisestärke, ein Esslöffel Zucker. Und dann, ja, dann würde ich mal sagen, wir fangen einfach an, oder? Ja. Okay, also, zuerst brauchen wir nur das Eiweiß von drei Eiern. So. Noch so heavy? Nee, das geht schon. Ja, hallo? Okay. Ja, das ist nicht. Okay. So, danke. Ich bin dein Helfer. Mhm. Oh, oh, das ist in meine Hand gekommen. Okay. Oh. Nummer 1, Nummer 3. Oh. Oh, warte, das ist ein Fail. Danke. Bitte. Oh, oh, oh. Das ist echt ein Fail gerade. Nee, warte. Warte. Was habe ich gerade gemacht? Okay, ich muss definitiv gleich meine Hände waschen. Okay. Das Eigelb brauchen wir nicht. Und ich muss jetzt meine Hände waschen. Okay, so. Ah, besser. So, und jetzt müssen wir das Eiweiß zu Schnee schlagen. Oh. So. Ich hoffe, ihr könnt das wirklich gut sehen. Wir machen das erstmal zu zwei. Jetzt zu Schnee schlagen. Leute, das sieht jetzt so aus. Es ist so noch nicht so, wie es sein sollte. So Leute, also ja, jetzt packen wir auf jeden Fall einen Esslöffel Zucker und einen Esslöffel Speisestärke. Fokussier bitte. Hallo. Okay, geht doch. Und einen Esslöffel Speisestärke. Und jetzt erstmal kurz hier mit rühren. Manche vergessen, das sollte man eigentlich bevor dem zu Schnee schlagen, sollte man das eigentlich machen. Vielleicht wird es dann erst was. Aber egal. Leute, irgendwie wird das nichts. Es wird fluffiger und ja, jetzt packen wir noch mal einen halben Esslöffel Speisestärke und dann rühren wir kurz. Ja, okay, warte, wir brauchen erstmal noch mal einen Esslöffel Zucker.
es wieder probieren. Also Leute, so, also jetzt machen wir die Lebensmittelfarbe rein. So, okay, wir machen mal ein paar Tropfen erstmal. Hallo? Okay, gut. So, und jetzt mischen wir. Also, warte. So sieht das jetzt aus. Und ja, jetzt vermischen wir das wieder. Die Konsistenz verlässt uns leider. Es ist gar nicht fluffy, Leute. Guckt mal, gar nicht. Ich mache einfach ein bisschen mehr Speisestärke. So, das reicht auch. Bevor es nach Speisestärke schmeckt. So, warte, ich probiere das mal kurz. Ja. Okay, Leute, ich kann da jetzt nicht mehr so viel machen. Also sind wir fertig. Und jetzt müssen wir das in den Ofen machen. Warte, ich brauche erstmal Backpapier und so eine Blechform. Okay. So, Leute, jetzt mache ich das in ein Backblech. Eigentlich sollte man. Aua, aua, Hilfe. Eigentlich sollte man da. In Ding einfach auf ein Backpapier tun und dann auf ein Backblech tun und dann sollte das halten. Deswegen soll es auch fluffy sein. Aber ich weiß, dass es schon nicht bei mir funktionieren wird, wenn ich das so mache, wie es eigentlich sein sollte. Weil es wird nicht halten, weil guckt mal, Leute. Das wird flüssig. Und deswegen kann das nicht funktionieren. Deswegen mache ich das einfach in einem Kuchenform. Und habe ich gerade eben Backblech gesagt? Zur Kuchenform? Naja, egal. Okay. So. Jetzt drückt mir die Daumen und ich drücke mir selber die Daumen. Und dass es funktioniert. Und ja. So. Okay. Jetzt tun wir das bei 150 Grad in den Ofen. Okay. Und jetzt für 30 Minuten. So, ich sag es kurz Siri, weil Siri ist mein bester Freund. Nein, eigentlich nicht, aber egal. Okay, so. Hey Siri! Stell einen Timer auf 30 Minuten. Dein Timer ist auf 30 Minuten gestellt. Danke, Siri. Okay, so und dann sehen wir uns einfach in 30 Minuten wieder. So Leute, in der Zwischenzeit, wo unsere Wolke und ja unsere essbare Wolke kocht, machen wir schon mal den vierten Lifehack. Also willkommen zum vierten Lifehack. Okay, also ja, dieser Lifehack ist, wie man den perfekten Apfel schneidet. Okay, also man muss auf jeden Fall erstmal hier schneiden. So, ich muss erstmal hier. Ich bin nicht so gut in Apfelschneiden, also bitte Leute. Mal gucken, ob das unser Leben verändert. Ich glaube eher nicht, aber egal. Oh, 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 oh. Oh, ich habe einfach direkt schon verkackt. Okay, egal. So, und dann auf der anderen Seite genau dasselbe.
dann so. Oh. Oha. Oh mein Gott, okay. Und jetzt noch diese Seite. Tada! Und dann habt ihr dieses Ding praktisch schon weg. Also dieses, wo die Körner drin sind. Und dann habt ihr einfach einen perfekt geschnittenen einen Apfel. Ich werde diese Technik definitiv immer wieder benutzen. Ich würde mal sagen, dieser Lifehack hat definitiv funktioniert. Also ein Daumen nach oben. Ja, voll cool. Und jetzt warten wir, bis unsere Esswarewolke fertig ist. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So Leute, 30 Minuten sind jetzt um. Es sieht nicht so aus, wie ich es erwartet habe, also wie es eigentlich aussehen soll. Aber naja, wir gucken mal. So, erstmal ausmachen. Ist mir auch gerade aufgefallen. Okay. So, jetzt benutze ich ein Handtuch. Danke, Mama. Okay, jetzt. Warte, ein bisschen. Riecht eigentlich ganz gut, so nach Kuchen, so. Ja. Also ja, Leute, wir nehmen mal ein Messer einfach. Boah, das hört sich richtig cool an. Fokussiere bitte, danke. Leute, so sieht das jetzt aus. Und ja, so sieht das von hier aus. Und jetzt mal gucken, ob das von innen fluffy ist. Ja, ja. Hier hat es nicht so gut funktioniert. Aber ich glaube, es ist. Ja, es ist okay. So, ich probiere mal. Warte. So, ich nehme mal hier ein Stück. Ja, es ist eigentlich schon ein bisschen fluffy. Es ist halt ein bisschen ein Fail, wie ihr sehen könnt, weil. Es wurde nicht so fluffy. Schmeckt irgendwie nicht so cool. Also ich glaube, es ist eher so, so für, dass es so cool aussieht halt. Nee, es schmeckt gar nicht lecker. Ja, es ist ein bisschen ein Fail geworden. Vielleicht probiere ich es irgendwann mal nochmal. Aber naja, Leute. Ja. Auf jeden Fall lasst mir gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieses Video gefallen hat. Und aktiviert die Glocke, damit ihr keine meiner neuen Videos verpasst. Und abonniert meinen Kanal. Und ja, Leute. Ja, auf jeden Fall, das hier ist auch ein Daumen zur Mitte. Weil es ist halt ein bisschen fail geworden. Es war echt schwer. Ich musste das halt ziemlich lange rühren. Und es wurde immer nicht gut. Also, ja. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Aber diese die Schale irgendwie schmeckt richtig gut. Also, ja. Okay. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, ihr Lieben. Und ja. Tschüss, ihr Lieben. Bis zum nächsten Mal.